Vor 2 Jahren hat Knutz die 700-Jahr-Feier gehabt und ich habe mir alte Akten aus dem Geheimarchiv der Hanse in Lübeck kommen lassen. Ich erhielt da Zutritt, nachdem ich die Wächterin da also nett war zu ihr. Und habe da zum Beispiel festgestellt, dass Knutz 1320 einen Flughafen hatte. Das wird manche überraschen, aber dazu kann ich nur sagen, es gab natürlich noch keine Flugzeuge. Es waren aber im Gemeinderat Menschen, die waren visionär. Und die wussten, es dauert nicht lange, dann kommen die tollkühnen Männer mit ihren fliegenden Kisten an und dann brauchen wir ihren Flughafen. Problem tauchte jetzt auf, die Gemeinde hatte nur noch 1 Hektar eigenes Land. Und das ist meist ein bisschen wenig für einen Flughafen, aber die Nutzer waren pleatsch und haben Start- und Landebahn kreisförmig angelegt. Und dann kommt man mit 1 Hektar gut aus, das wissen die wenigsten Flughafenbauer. Und man merkt das heute noch, wenn sich Flieger unterhalten, dass einer zum anderen sagt, du, ich mach mal eben eine Platzrunde. Das kommt noch aus der Zeit, als der Knutzer Flughafen 1320 in Betrieb war. Gut.